Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Björn Klintfurt, bin 30 Jahre alt und komme aus Hamburg und arbeite bei der Daimler AG. Aber die lasse ich mal heute außen vor, weil es um das Marathon geht und um die Qatar to Run. Anfangen möchte ich im Ende Februar 2015 in meiner Komfortzone. Aber sicherlich kennt jeder von Ihnen auch Situationen, da ist man eigentlich in seiner Angstzone. In der wäre ich eigentlich auch gewesen, wenn es nicht gewisse Angsthemmer geben würde oder Synapsenkiller geben würde. Ich will Sie mal einmal kurz zeigen. Es gibt Schnapsideen und so bin ich auch zu meinem Marathon gekommen. Ich sagte spontan zu und hatte dann Zeit, noch 5 Wochen mich auf den Marathon vorzubereiten. Ja, fing an, irgendwas zu machen, Try and Error, und lief den Marathon dann in 3 Stunden 17 und 47 Sekunden. Ja, vielen Dank. Fand ich auch nicht schlecht. Jedoch machte ich noch eine andere Erfahrung, die ich Ihnen auch mit Ihnen teilen möchte. Das ist die hier. ich kann mich noch genau an jede einzelne Stufe in der U-Bahn-Station oder S-Bahn-Station erinnern. Zog da meine Schlüsse heraus und sagte, oh, mir fehlt eine Trainingsmethode und die gewisse Vorbereitungszeit. Ich möchte es jetzt nicht abbrechen, weil das Gesicht am Ende, genau das meine ich, das hatte ich auch. als der erste Schmerz verflogen war, dachte ich, okay, ich kann Marathon laufen und meldete mich sofort für den nächsten Marathon 2016 an in Hamburg. Bei der Arbeit lernte ich dann Qatar kennen und fing dann an, mich mit der Qatar darauf vorzubereiten und dachte, wie kann ich eigentlich weitermachen? Dann stand mein nächstes Ziel 3 Stunden. Wenig später entstand meine erste Erfolgsformel. Ich entschuldige mich jetzt schon für die Formatierung. 42,105 Kilometer in 3 Stunden ist gleich Ausdauer mal Geschwindigkeit. Kurz darauf entwickelte ich mein erstes T-Modell, was ich Ihnen einmal kurz vorstellen möchte. Ja, mein aktueller Ist-Zustand, April 2015. Ich laufe meinen Hamburg-Marathon und komme ins Ziel. Meine Gesamtzeit war 3 Stunden und 17 Minuten und mein körperliches Befinden war nicht so gut, wie Sie im Video gesehen haben. Meine Ist-Prozesskennzahlen sind die Sauerstoffaufnahme. Das ist eine Sauerstoffaufnahme unter Belastung, ist ein Wert, der tut eigentlich nicht zur Not, sondern ist einfach bei der Höhe 53. Und meine Herzfrequenz war sehr hoch bei 196. Also ich war an meinem Limit angekommen. Meine Geschwindigkeit war 4 Minuten 41 pro Kilometer und meine Kraftausdauer habe ich bewertet mit der Stufe 2 von 6. Um auf meinen Zielzustand zu kommen für den April 2016, ich laufe den Hamburg-Marathon, 42,105 Kilometer, und komme mit einer Zielzeit von 3 Stunden ins Ziel. Zusätzlich geht es mir im Anschluss dann gut. Das war mein oberstes Ziel eigentlich auch. Gesamtzeit 3 Stunden, körperliches Befinden gut, Ist-Prozesskennzahlen, Sauerstoffaufnahme 60, weil das war ein Wert, den ich öfter mal gelesen habe, beziehungsweise ist der Wert auf meiner Uhr, also der Endwert auf meiner Uhr, der erreichbar ist. Heute weiß ich, es geht noch höher. Und körperliches Befinden ist gut. Ist-Prozesskennzahlen, hatte ich schon gesagt. Geschwindigkeit 4,16 Minuten pro Kilometer und Kraftausdauer von einem Wert von 6 von 6. Ich möchte keinen Ausblick geben auf meine Cutterwand bei mir zu Hause. Ist an meiner Haustür angebracht, an der Haustür gehe ich hier täglich vorbei und erkenne meine Prozesskennzahlen. Was habe ich eigentlich gemacht? Was habe ich mir vorgenommen, um mich dann noch zu erinnern? Was möchte ich eigentlich tun? Das hat nämlich viel mit Disziplin zu tun. Ich habe gemerkt, ich kann mir Trainingspläne ausdrucken, die helfen aber nicht viel, weil ich das nicht selbst für mich entwickelt habe. Das aber ist was gewesen, was ich für mich selber gemacht habe. Auf die Wand möchte ich jetzt ein bisschen eingehen und deswegen nochmal meine Gesamtzielzeit von 898 Minuten in meinem ersten Jahr beim Marathon. Ja, meine erste Vermutung war, ich habe zu wenig Sauerstoffaufnahme. Ich muss irgendwie was tun, damit ich noch leistungsfähiger werde. Und ich entschied mich, 2-mal die Woche Intervallläufe zu machen. Hier rechts sehen Sie einmal meine Vorgehensweise bzw. meine Cutter, Trial and Error, was möchte ich eigentlich tun, wie möchte ich mich eigentlich weiterentwickeln und was möchte ich eigentlich einsteuern und was habe ich eigentlich gelernt. Gelernt habe ich, dass ich durch das 2-malige Intervalltraining in einer Woche meinen Wert für die Sauerstoffaufnahme deutlich steigern kann.
und entschied mich dann, dieses Training der Intervalle beizubehalten. Weiter kam ich dann zu meinem Fokus Sauerstoff, Entschuldigung, zu meinem Fokus durchschnittliche Herzfrequenz. Ja, meine Herzfrequenz, wie gesehen habe, war sehr hoch, beziehungsweise am Limit eigentlich angekommen, und ich sagte mir, oh, da muss ich auch was tun, und sagte, okay, ich steuere lange Läufe über 25 Kilometer einmal die Woche am Wochenende ein. Das war wiederum mit Erfolg gekrönt, hört sich jetzt sehr gut an, aber es war sehr harte Arbeit und sehr viel Disziplin notwendig. Wie Sie auch erkennen können, meine Sauerstoffaufnahme unter Belastung litt nicht darunter, und ich entschied mich, okay, ich kann einen neuen Fokus angehen. Der Fokus war noch die Geschwindigkeit. Ich fühlte mich noch viel zu langsam, und meine Zahlen, die ich am Training gewonnen hatte über die langen Läufe, sagten das auch. Wie Sie hier sehen können, war ich noch deutlich zu langsam. Deswegen entschied ich mich, oh, ich bin nicht kräftig genug. Und entschied mich, mich bei einem Fitnessstudio anzumelden und Kraft- und Stabilisationsübungen zu machen. Wie Sie sehen, war das auch mit Erfolg gekrönt. Ich lernte noch andere Trainingsmethoden kennen, die ich dann auch in dem Fitnessstudio ansteuerte, und konnte meine Werte durchgehend steigern. Ein weiterer Fokus war, ich fühlte mich irgendwie zu steif, und ich erkannte das auch in meiner Auswertung auf meiner Uhr. Die sagte mir, meine Schrittlänge sei zu kurz. Ich möchte keinen Ausblick geben, wo ich gestartet bin. Ich bin bei 1,10 Meter Schrittlänge gestartet und entschied mich dann, ja, eigentlich muss ich den Übungen nach jedem Training machen, und ich muss mich eigentlich auch beim Yoga anmelden und sagen, ich muss geschmeidiger werden. Ja, die Yoga-Übungen und das tägliche Dehnen waren erfolgreich, und ich konnte sehen, dass meine Schrittlänge, irgendwie geht der Laser nicht mehr, ich konnte sehen, dass meine Schrittlänge sich verlängerte. Mein nächster Fokus war eigentlich, ja, jetzt trainierte ich mittlerweile 6-mal die Woche, und mein nächster Fokus war, irgendwie war mein Akku leer. Ich musste irgendwie was tun, und ich merkte, irgendwie habe ich nicht genug Energie. Ein guter Freund von mir erzählte mir, dass es sehr viel mit Ernährung zu tun hat, und ich entschied mich, einen Ernährungsplan mit ihm zusammen aufzustellen und mich strikt an diesen Ernährungsplan zu halten. Man kann erkennen, es sind auf und ab gewesen, ich konnte mich nicht immer gut in diese Ernährungsgewohnheiten gewöhnen bzw. mich daran halten, aber ich versuchte es so gut wie möglich einzusteuern, und man konnte sehen, dass ich die Woche vor dem Marathon hatte ich frei, ich konnte mich eher gut auf diesen Marathon vorbereiten, auch was die Ernährung angeht, und konnte mein Level deutlich steigern. Ja, ich würde sagen, die Katte hat mich zum Laufen gebracht, mit einer Zielzeit von 3:02:59, nicht ganz im Ziel. Aber meine Uhr sagt mir für nächstes Jahr eigentlich schon was anderes, nämlich eine Zielzeit von 2:43. Dem glaube ich noch nicht ganz so. Aber meine Erkenntnisse und mit der Katte fest im Griff weiß ich, ich kann noch meine Zielformel anpassen, das ist 42,195 Kilometer. Ausdauer mal Geschwindigkeit, mal Ernährung, mal Wille. Und der Wille, der kommt ungefähr bei 32 bis 35 Kilometer. Mal kommt er, mal kommt er nicht. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Was man dagegen noch machen kann, weiß ich noch nicht, aber das möchte ich gerne lernen. Hier nochmal mein T-Mobile zum Schluss. Das ist der Ist-Zustand. Ich laufe den Hamburg-Marathon in 3 Stunden und fühlte mich sehr gut dabei. Meine Prozesskennzahlen, 60 Milliliter Sauerstoffaufnahme unter Belastung, Herzfrequenz 100 und 68, meine Geschwindigkeit war 4 Minuten 17, meine Kraftausdauer 5 von 6, meine Schrittlänge 1,34 Meter, mein Energielevel 5 von 6 und mein Wille war ich bei 1, weil der kann da sein oder nicht. mein Zielzustand für den nächsten April, für den nächsten Marathon ist, dass ich den Marathon in 2:43 laufe, ein körperliches Befinden wieder von gut habe, ich möchte die Treppen nicht nochmal haben, und meine Sauerstoffaufnahme von 60 ist, jetzt weiß ich mittlerweile, dass der Wert auch noch höher geht, er geht auch bis 70 höher und auf 80 hoch, und eine Herzfrequenz von durchschnittlich 170 habe oder halten möchte, also die Herzfrequenz 168, das weiß ich auch nicht, was da an dem Tag los war, den Wert habe ich noch nie wieder geschafft. Aber deswegen möchte ich die 170 so anpeilen. Eine Geschwindigkeit muss ich einhalten von 3 Minuten und 53 pro Kilometer. Ich kann Ihnen sagen, 21 Kilometer schaffe ich schon, aber danach wird es echt hart. Kraftausdauer soll 6 von 6 sein und die Schrittlänge 1,42 Meter. Energielevel Stufe 6 von 6 und der Wille muss natürlich da sein, um das Ziel zu erreichen. Damit möchte ich mich bedanken bei Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.